Inzwischen hat sich die neue Magdeburg-CD von Stefan Michme schon überall herumgesprochen. Wir waren bei der Präsentation der CD im Rathaus dabei. Hier ist unser erster Bericht. Ein einzigartiges Musikprojekt ist beendet. Inspiration für seine CD fand Michme direkt vor der Haustür in seiner Heimatstadt und im Leben der Magdeburger. Entstanden ist eine ganz außergewöhnliche Liebeserklärung an die Elbestadt. Magdeburg ist meine Stadt und deswegen finde ich, das ist eine großartige Idee, ein Album über meine Stadt zu machen. Und das finde ich super. Ich bin zufrieden, glücklich, gut drauf und fühle mich wohl in meiner Stadt. Ich bin angekommen und erzähl das gern, auch mehr, wenn einer fragt. Angefangen hat es mit der Idee, die ich beim Fotoshooting für die Otto-Stadt-Kampagne erzählt habe, dem Herrn Nietzsche und der Frau Großkopf vom Wirtschaftsdezernat. Und die haben dann gemeinschaftlich mit mir die Idee gehabt, naja, Mensch, Michme, das musst du ja nicht erst machen, wenn du älter bist, sondern du kannst im Rahmen der Otto-Stadt-Kampagne vielleicht dieses Projekt durchziehen, weil das ist sehr emotional, das ist interaktiv mit den Leuten der Stadt und das ist auch für die Stadt. Und so fing es an. Und dann haben wir einfach losgemacht und es gab Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit und es gab ganz viele Momente, die mich total inspiriert haben, weil ich unglaublich viele Leute auch kennengelernt habe, letztendlich bin ich heute total glücklich, wie das so gelaufen ist. Der Herr Trümper selber ist mit da gewesen und viele Leute, die mich da unterstützt haben, bin glücklich. Eine gute Idee ist noch lange keine gute Idee, wenn das dann nicht umgesetzt werden kann, und es wurde aber fantastisch angenommen. Die Leute sind wirklich dabei. Ich frag mich, wo es uns mal hinweht. Ich weiß nicht mal, ob's mir morgen wieder gut geht. Ich will tanzen und schweben, ein wenig durchs Leben rauschen. Und find ich mein Gott, dann will ich mit ihm Geschichten tauschen. Du hattest ja die Magdeburger aufgerufen, Geschichten bei dir einzureichen, per E-Mail, per Post. Sicherlich auch ganz persönlich haben dich welche kontaktiert. Wie viele Geschichten sind da eigentlich zusammengekommen? Auf der Platte sind jetzt 9 Titel. Das klingt nach Otto-Stadt, nach Magdeburg, alles mit neuen Buchstaben. Ich habe so an die 100 geschriebene Sachen bekommen und die unzähligen Gespräche, die ich hatte auf der Straße mit meiner Bäckersfrau, mit Taxifahrern, mit meinen Fußballkumpels. Ach, jeder, der irgendwie mal mit mir ins Gespräch kam im vergangenen Jahr, hat irgendwann dann mich auch auf dieses Projekt angesprochen und hat auch irgendwann irgendwie eine Geschichte erzählt. Und all das hat mich auch inspiriert. Und es sind ein paar Songs auf der Platte, die wirklich eins zu eins von einer Geschichte in einen Song übersetzt sind. Und es gibt aber auch ganz viele Songs, die basieren auf so unzählig vielen Mails, die ich alle durchgelesen habe und wo ich versucht habe, all das, was die Leute mir da geschrieben haben, zum Beispiel über die inspirierende und beruhigende und tolle Wirkung unserer Elbe, die an uns vorbeifließt und so, in eine Geschichte zu packen. Und deshalb ist wirklich eigentlich fast jeder mit auf der Platte dabei, der auch mir was geschrieben hat, weil jeder hat irgendwas in meinem Kopf hinterlassen, was auf der Platte gelassen ist. Ich lass mich fallen, feiern, treiben, zum Beat in meiner Stadt. Ich war schon so weit weg und bin wieder hier, nur weil ich diesen Beat so mag. Er hilft, die Richtung zu verstehen, aus der Wind dich heftig durcheinander weht. Er lässt sich weitergehen, wenn das Herz stehen bleibt, um dich herum sich nichts bewegt. Und manchmal denk ich im Stadtpark rum, wünsch mir, dass alles bleibt. Der letzte Titel ist ja ein sehr emotionaler, da geht es um die Zerstörung Magdeburgs zum Ende des Zweiten Weltkriegs und gleichzeitig entsteht dabei ein neues Leben. Der nimmt einen ja richtig mit, der Titel. Und da ist ja auch noch so eine nette weibliche Stimme zu hören, die sozusagen das Kind so ein bisschen darstellt, das damals da sozusagen ins Leben getreten ist. Wer hat denn das gemacht? Also zuerst ist die Geschichte eine wahre. Ich habe das Tagebuch einer Magdeburgerin zur Verfügung gestellt bekommen, die halt ein Kind geboren hat am 1. Januar 1945 und die dann quasi auch den 16. Januar 1945 den Bombenangriff, die totale Zerstörung von Magdeburg überlebt hat, dann aufs Land gezogen ist und die halt auf so eine beeindruckende, naive und sehr menschliche Weise geschrieben hat, ich wollte das unbedingt drauf haben.
Die Umsetzung letztendlich mit der Erzählstimme aus dem Tagebuch ist halt jetzt nicht das Kind, was da gestellt wird, sondern das geht wirklich um die Frau, die ja nicht älter als 18 oder 19 zu dem Zeitpunkt gewesen sein kann. Und die Stimme, die da sich hinter verbirgt, ist eine sehr, sehr gute Stimme, die in Deutschland synchronmäßig unterwegs ist und Hörbücher produziert und auch im Radio arbeitet. Das ist Lydia Herms, die kennt man hier vielleicht von MDR Sputnik, das ist die Leselüdi. Und die auch schon mit Jürgen von der Lippe zusammengearbeitet hat. Und die hat halt einfach Ja gesagt. Ich bin dahin, weil ich wollte sie unbedingt, weil ich halte sie für eine der besten Stimmen in den deutschen Medien und eine der besten Frauenstimmen. Und da habe ich sie einfach gefragt, sie hat Ja gesagt, da habe ich mich ganz so gefreut. Am 1. Januar 1945 um 19 Uhr kam ein gesundes, lebensfrisches Neujahrsmädel an. Der Name Heidrun gefiel uns so sehr. Und weil sie dunkle Augen und schwarzes Haar hatte, passte der Name Ilona gut zu ihr. So nennen wir dich. Heidrun Ilona. Du hast jetzt, sagen wir mal, ein gutes Jahr an dieser ganzen Sache gearbeitet in der CD. Was hast du für nächste Projekte jetzt, sagen wir mal, so in petto? Die große, richtige Bumsdause, die gibt es dann halt am 4. Juli auf dem Domplatz, auf Einladung vom Theater der Landeshauptstadt. Die stellen mich einfach an einem spielfreien Abend in die Kulisse von Die Schöne und das Biest auf dem Domplatz mit dem Dom im Rücken. Das Publikum sieht dann also quasi in so einer Art comichaften Umgebung dann uns Musiker. Wir lassen uns dann natürlich auch ein bisschen was einfallen. Und im Hintergrund dann den Dom und dazu dann die Geschichten von Magdeburg. Ich glaube, dass das unfassbar stimmungsvoll ist. Und trotz eines Montags um 21 Uhr kommen da vielleicht wirklich 1000 Leute hin. Ich würde mich da so freuen. Ich will tanzen, dann will ich durchs Leben rauschen. Wo treibst du dich rum?